Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie diesmal von unserem Dailymotion-Kanal aus, denn wir sind für eine Woche auf YouTube gesperrt, für die, die es noch nicht wissen. Ich muss es leider von hier aus verkünden, weil wir ja auf YouTube bis zum 11. April übrigens nichts hochladen dürfen. Tja, wenn man in diesen schwierigen Zeiten nach etwas sucht, das positiv ist, dann ist es schwer, fündig zu werden. Aber ich finde, ein positiver Aspekt ist, dass man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Also für Leute, die ihre Antennen noch alle ausstrecken und die noch Feuer im Bauch haben, die noch empfinden können, die noch nicht ganz taub und abgetaucht sind, ist das doch herrlich, was wir so alles geliefert bekommen. Man muss ja die Nachrichten nicht genießen, aber aus dem Staunen kommt man nicht raus. Zum Beispiel heute. Ich habe gerade eben, das ist der 7. April, während ich das aufnehme, oder kurz davor, eine Mail bekommen von YouTube. Und da steht es, Ihr Kanal ist genehmigt oder freigeschaltet für die Monetarisierung, also für Werbung, für Kommerzialisierung. Glückwunsch! Ihr YouTube-Kanal steht in diesem Mail von YouTube. Politik Spezialstimme der Vernunft ist jetzt bereit, monetarisiert zu werden. Und unten drunter, ganz unten, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, sagt der Kanal, der mich oder der uns bis zum 11. April gesperrt hat. So, jetzt will ich Ihnen was anderes zeigen, das eigentliche Thema, das ich mir für heute vorgenommen habe. Seit 3 bis 4 Wochen sammle ich Beispiele aus den USA, um zu zeigen, wie dort wieder mal vorexerziert wird, was wir hier in Deutschland auch erwarten müssen, mit so dem üblichen zeitlichen Abstand, und zwar die Übertreibungen in politischer Korrektheit. Ich habe mir mal das Thema Rassismus und Antirassismus vorgenommen. Da lasen wir zum Beispiel auf Fox News am 12. Februar, dass in Oregon, im pazifischen Bundesstaat Oregon in den USA, die Lehrer jetzt ermuntert werden, mehrere Lösungen bei Matheaufgaben zuzulassen, damit da nicht weiße Dominanz in der Mathematik zu rassistischen Auswüchsen führt. Das kennen viele von Ihnen schon. Dann haben wir gelesen in der Seattle Times, auch an der Pazifikküste der USA, weiter oben, das ist kurz unterhalb vom kanadischen Vancouver, wo ich 10 Jahre gelebt habe, wie weiße Familien mit kleinen Kindern daran arbeiten können, nicht mehr rassistisch zu sein. Oder das hier, das stammt aus der Bildkolonialistisch Uni Oxford will weniger Mozart und Bach. Und unten drunter heißt es, zu viel weiße europäische Musik aus der Sklavenzeit, stattdessen mehr afrikanische Musik. Deswegen habe ich dieses Deckbildchen, dieses Thumbnail mit Bongos statt Beethoven gewählt. Oder diese Meldung hier, die stammt aus der New York Post, ist auch schon ein bisschen älter, 16. März war das. Die weist darauf hin, die Schlagzeile, dass die Columbia-Universität bei ihrer jüngsten Abschlusszeremonie gesplittet hat in gleich 6 verschiedene Zeremonien für Minderheiten, für einzelne nach ethnischen Maßstäben gegliederte Gruppen. Da gab es eine Abschlusszeremonie für Ureinwohner, eine für asiatischstämmige, eine für Latinos, eine für Afroamerikaner, eine für Studenten, also Diplomanten in dem Fall, die aus Familien mit niedrigem Einkommen kommen, und einen Lavendelabschluss, das ist für die Queer Community. Tja, und dann habe ich noch gefunden bei der New York Times, die meisten Wikipedia-Profile, also Porträts, sind von Männern. Dieser Wissenschaftler ändert das jetzt, und dann wird eine Jessica Wade beschrieben, die schon fast 700 Wikipedia-Einträge oder Porträts von Frauen, von Damen gemacht hat, um das auszugleichen. Und den Bock abgeschossen hat ein Bericht aus der oder in der Los Angeles Times, ist jetzt auch etwa 3 bis 4 Wochen her, demzufolge oder demnach Wandern rassistisch ist, weil auf den Wanderwegen zu wenige dunkelhäutige oder afroamerikanische Wanderer unterwegs sind. Und da denkt man sich doch, oh weia, wenn das bei uns so weit kommt. Und genau deswegen wollte ich das ja zeigen. Aber jetzt entdecke ich, dass wir in Deutschland eigentlich auch zumindest fast
da sind. Wir hatten vor wenigen Tagen eine Meldung, die lautete, dass in Hannover eine Diskussionsveranstaltung mit einem alten weißen Mann, wie es hier in einer Schlagzeile heißt, abgesagt wurde, weil Aktivisten Kritik daran hatten, dass eine Diskussion über die Kolonialzeit nicht stattfinden sollte, weil der führende oder einer der führenden Afrika-Experten ein weißer Mann ist. Der sollte nicht dabei sein. Und dann ist sie abgesagt worden. Völlig irre. Da kann man nur sagen, wenn aus Antirassisten Rassisten werden. Und da trägt auch dieses zweite Beispiel, das ich hier habe, dazu bei, das zu bestätigen. Es fehlt an Ausdrucksstärke, lesen wir. Frauenstimmen wirken in Videocalls weniger kompetent. Tja, das soll mit dem Klang zu tun haben und das soll jetzt geändert werden. Und im Klartext heißt es doch, Videochats oder Videokonferenzen sind rassistisch, weil sie Frauen aus welchen Gründen auch immer, also technischen in dem Fall, benachteiligen. Jetzt sind also auch schon Videokonferenzen rassistisch. Soweit haben wir es in dem Land getrieben, in dem Bemühen, politisch korrekt zu sein. Und am Ende wird es eben doch wieder rassistisch. Wollen wir das wirklich haben?